Hallo und ich grüße euch zu einer neuen kleinen Minecraft-Aufnahme. Und wir gucken mal gleich, ob ich auch alles richtig habe. Ich mache den Sound mal ein Stück leiser, weil ich habe gerade eine kleine Testaufnahme gemacht und da war mir der Sound der Viecher da ein bisschen zu laut. Und wuhu, wir sind wieder da. Und das super Tolle ist jetzt natürlich, dass meine... Oh, ich habe das Bild geändert. Dass meine letzte Aufnahme... Alter, habe ich zu viel abgeholzt? Okay. Das ist meine letzte Aufnahme jetzt schon, ich glaube, fast 2 Wochen oder so her. Und ich natürlich probiert habe jetzt in den letzten Folgen, die ich mir angeguckt habe, irgendwie, irgendwo ein bisschen up-to-date zu sein. Was mir leider nicht ganz geglückt ist. Aber immerhin habe ich jetzt die, die Playlist nochmal komplett neu aufgesetzt. Also die, da sind jetzt wieder ganz viele neue Sachen dabei. Die wir hoffentlich auch alle zu hören kriegen. Ich habe einen Bogen gemacht, cool. Ach, deshalb hatte ich ja, oh, ach so, deshalb hatte ich die Pfeile mit. Und ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, haben wir die Arena. Ach süß, das war das Chili. Das Lied passt gerade überhaupt nicht, das nervt mich gerade, warte mal. Nee, das will ich auch nicht. Ich will mal ein neues hören. Könnt ihr mir mal ein neues Lied hören? Ich habe die doch jetzt extra da alle wieder einsortiert über eine halbe Stunde. Nee, das ist nicht. Das auch nicht. Das könnte eins sein. Lassen wir das mal. So. Karte. Muss mal gucken, wo wir hier ein bisschen waren. Denn ich hatte mir jetzt nämlich gedacht... Irgendwo da oben wird doch ein Mob angezeigt. Wo ist denn das Viech? Angeblich auf dem Berg. Das ist schlecht. Haben wir immer noch hier den Mobberg? Warte, ich hör mal hin. Nö. Gerade zufälligerweise nicht. Ist ja mal cool. So, und zwar, wie weit waren wir denn hier? Wir waren... Boah, eigentlich geht, ne? Also so schlecht sind wir ja gar nicht gewesen. Wir können ja mal kurz in den Bahnhof reingucken. Warum ist hier so unter dem Bahnhof großes Rambazamba? Wenn ich hier stehe und oben rechts auf die Karte gucke, ist unten alles rot. Wieso? Es ist nicht, dass ich meinen Bahnhof direkt über irgendeine Spalte oder so gebastelt habe. Das wäre natürlich Highlight, aber nee. Das wäre für mich überhaupt nicht Highlight, das wäre für mich Katastrophe. Uff. Wie sieht es eigentlich jetzt mit dem Sonnenstand aus? Aber ich glaube, ich bin gerade aufgewacht in der letzten Aufnahme. Kann das sein? Wäre das möglich? Ja, so ziemlich. Gut, was können wir jetzt tun? Wir hatten ja nämlich letztes Mal noch einen Gebastel. Wir könnten eigentlich mal gucken, wie es mit unserem Chicken aussieht. Da war ich ja jetzt auch schon eine kleine Weile nicht mehr. Oh. Hallo Chickies. Ja, hat sich ja nicht sehr viel geändert. Aber wir haben immerhin 4 Eier. Dann verbraten wir die mal. Husch. 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 Oh Mann. Ich wollte ein neues Hühnchen. Dann nicht. Ja, ich würde dich umbringen, aber dann kriege ich noch nichts. Das dauert noch. So. Ich bin gerade völlig überfragt. Was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir könnten eigentlich oben mal ein bisschen... Alter, wie viele Mobs sind dann auf der Karte drauf? Alter. Das ist... Ernsthaft, ich wandere dahin. Das ist so ziemlich hier. Das sieht mir irgendwie doch noch verdächtig nach einem Riss aus. Wäre das so? Ich weiß nicht. Irgendwie. Nee. Auf Risse habe ich gerade überhaupt keine Lust. Aber was könnten wir denn tun? Das ist ja jetzt hier so meine große Frage. Eigentlich. Was könnten wir tun? Eigentlich. Könnten wir unseren... Och, das arme Schüchchen. Könnten wir unseren Garten langsam aber sicher mal Mobs sicher machen. Beziehungsweise hier für die Tierchen da ein bisschen sicherer gestalten. Das wäre eine Möglichkeit. Wie mache ich das denn dann überhaupt? Haben wir wieder gar keinen Plan. Oder nee, komm, ich mach das anders. Ich
habe keine Lust, dass die Tiere hier alle so eingepfercht sind. Die kommen da eh nicht raus. Dann machen wir nämlich Folgendes. Erstmal habe ich noch Zaun. 43. Ich glaube, da dürfte ich scheißen. Machen wir mal ein bisschen mehr. Hier ein paar. Hier ein paar. Zack. Jetzt haben wir nämlich einen 64er Stack und die Musik ist irgendwie gerade voll chillig. So. Und nochmal. Kann mir einer verraten, warum die Musik auf meinem Ohr gerade so mega leise ist? Ach, stimmt doch irgendwas wieder nicht. So, 63 Tonnen, das sollte reichen, aber ich hätte auch gerne nochmal zwei Zauntürchen. So, jetzt sollte das eigentlich reichen. Das heißt für uns, dass wir... Ach, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich demnächst wieder die eine Art Höhlentour machen wollte? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe mal, ne? Ich sag mal, ich hab's gesagt. Ist immer besser. Aber guck mal, wir können eigentlich hier damit schon dicht basteln, ne? Habe ich die Steine mit? Ne, habe ich nicht mit. Dann hole ich die mir mal. Weil dann können wir das dort nämlich schon machen. Und dann haben wir wenigstens die Ecke auch schon abgesichert. Steinkiste, 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 Steinkiste. Ich glaube, ein 64er Stick sollte ausreichen. Vor die brickigen Stones. So. Lal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 a. Oh, machen wir mal erstmal zwei. Ja, also ziemlich bis hier. Hier dann auch noch. Eins, zwei, eins, zwei. Eine Reihe. Und komm. Einfach nur, weil wir die Stones haben. Hui. So. Ich glaube, da kann kein Schaf hochspringen. Und wenn doch, habe ich super Schafe. Dann machen wir jetzt hier mal dicht mit dem Zaun. Hey. Achso, doch, hier die Lücke kannst du erlassen. So. Mache ich denn das hier? Ach komm, warte, was? Ich schneide dem Wasser jetzt einfach eiskalt den Weg ab. Gott sei Dank kann Wasser keine Zäune wegspülen. Jetzt hätte ich ein kleines Problem. Mal so. Mal so. So. Das ist ja jetzt hier ebenfalls alles nur vorübergehend, ne? Bevor. Wow! Irgendwie die Kombination aus dem springenden. Aus der springenden Kuh und dem springenden Schaf. Irgendwie dieses komische Dunkle. Sah gerade für einen Mini-Augenblick in meinen Augen aus wie ein Zombie. Ich hatte gerade so. What? Boah, Hilfe. Gut, dann. Zauntor. Plopp. Und weil ich auch irgendwie wenig Bock habe, dass die Viecher dann in meinen Bahnhof reinlatschen. Mist, aber der Zaun unnötig. Du. Pass mal auf. Dann mach ich den nochmal weg. Den nochmal weg. Hallo. Hallo. Danke. Mach den jetzt hier hin. Und bla 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 bla. Bist du wohl eigentlich bis hier, ne? Ja. So irgendwie nicht. So, 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 so. Alter! Was soll das denn jetzt hier? Schwer dunkel? Gleich, Tatsache. So. Jetzt haben wir das. Und natürlich machen wir noch ein paar Fackeln drauf. Ist ja klar. Aber wie gesagt, keine Sorge, das ist nur ein vorübergehender Zaun. Das bleibt nicht so. So habe ich mir auch überhaupt nicht vorgestellt. Oh, jetzt habe ich das Hühnchen ausgesperrt. Ach ja, armes Hühnchen. Na, selber schuld. Verrecke doch. Oh ja, die eine Fackel lasse ich damit so stehen. Aus purer Langeweile. Jo, dann würde ich sagen, verteile ich jetzt hier mal noch ein paar Fackeln. Meine Maus spannen hat gerade gesponnen, das kann auch nicht schaden, so. La 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 la. Heilen Fackeln! Ne, warte, die Fackel kommt hier. Ich könnte eigentlich noch ein paar Fackeln machen, ne? Machen wir mal nicht ganz so viele, wir wollen es ja nicht übertreiben. 12 Stück, oh mein Gott, wir sind Master. Eigentlich... Dann jetzt aber, denke ich mal, das meiste so ziemlich gut beleuchtet. Ich sag mal ja. So, dann lassen wir die Viecher mal raus. Zuerst. Mampf, Mampf, Mampf. Und jetzt. So, jetzt passt mal auf. Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch hier mit der Hacke erwische, würde ich euch empfehlen, nicht reinzulaufen. Das könnte Schwierigkeiten vielleicht geben. So, so,
So, jetzt haben wir alles. Guck mal, schon hauen sie alle ab. Ja klar. Verpisst euch doch! Spaß. Ach, die kleinen Schweinis. Oh, nö, die lasse ich mal noch nicht raus. Da bin ich irgendwie so, ne? Kein Bock. Nur meine kleinen Viecher. Dann habt Spaß. Hier könnt ihr ihn haben. Hier ist genug Platz und Freiraum für alle. Aber ich würde doch ganz gerne noch hier mal ein bisschen absperren. Das weg. Yippie. Das dahin. So. Yay. Gut, dann hätten wir das auch ein bisschen geklärt. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Pass auf, genau. Wir machen jetzt das, wofür mich wahrscheinlich jeder Dritte hassen wird, aber pff, muss mit leben. Die kommen weg. Das kommt wieder in die Kiste. Wenn sich jemand fragt, warum ich die Eier sammle, das Rätsel wird sich auch bald lösen. Nee. Jetzt kommen hier die ganzen Steine wieder rein. Brauchen wir alle gleich nicht. Den Bogen können wir mitnehmen. Die Treppen kommen auf den Platz. Die kommen hier wieder hin. Die eine Blume kommt hier rein. Die Erde kommt hier unten hin. Die Kohle nehmen wir mal mit. Das Steinschwert auch. Die Kiste sowieso. Und dann machen wir uns so. Ach nee, gar nicht wahr. Ein Stack. Davon könnten wir doch noch gebrauchen. Und zwar basteln wir uns dann jetzt erstmal billiges Werkzeug. Machen wir mal. Weiß ich gar nicht. Machen wir erstmal. 8, 8. 8, das kann nicht schaden. So, das sollte schon ausreichen. Und 8 Schaufeln. So. Jo, damit sind wir vollends gerüstet. Und sollten es jetzt eigentlich auch hier so in der Richtung sein. Boah, Creeper. Mal gucken, ob ich den erwische. Gucken, ich habe ja Pfeile. Hallo. Ob sich das da von oben irgendwo einer runtergesegelt kommt oder so. Das wäre irgendwie blöd. Aber ich erwische den. Peng. Geil. Und Peng. Und tschüss. Yay. Yeah. Ist tot. Hurra. So. Okay. Ein bisschen Spielspaß. Ein bisschen Spielspaß. Muss hier unten auch irgendwo noch ein Kopflowski, der sterben will? Mama? Mama? Ist so wirklich? Obwohl doch der. Gehst du auch verrecken? Cool. Und bam, erwische ich den. Tatsächlich. Haha. Okay. Das war's mit dem Spaß. Was ist mit meiner Maus los? Die zieht sich heute so. Oh, gib Schloffel. Ach, ich wollte. Ah, ich wollte noch das Schlafzimmer umziehen lassen. Ah ja. Können wir ja auch nochmal. So, jetzt gehen wir ruhig schlafen. So, ja.